Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Last of Us 2. Im letzten Part sind wir mit Ellie und Dina in das Gerichtsgebäude gegangen, um Benzin zu finden. Wir haben nicht so viel Benzin gefunden, aber wie ihr hinten an Ellies Rucksack sehen könnt, da guckt so ein Stutzen raus. Wir haben zumindest einen Kanister gefunden. Das ist schon mal, ich würde nicht sagen 50%, aber Benzin ohne Aufbewahrungsgegenstand wäre halt auch so ein bisschen blöd. Und jetzt steht als letztes, beziehungsweise als nächstes auf unserem Plan, aber als letztes für diesen Teil der Stadt, weil alles andere haben wir schon erkunden, dieses Gebäude, das Kuppelgebäude auf dem Plan, was, keine Ahnung, was das früher war. Jetzt ist es auf jeden Fall, war es ein Rationsausgabecenter, also da, wo es Essen gab. Und ja, genau, Rationsausgabezentrum, Entschuldigung. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Cool. Nicht so. Sieh dir diese Buntglasfenster an. Die sind ziemlich selten. Ja, sieht auch echt schnieke aus. Also, keine Ahnung. So, ich würde gerne hier irgendwie. Es muss ja irgendwie einen Weg da hoch auf diese Türme geben. Okay. Hier vielleicht nicht. Aber mich würde halt echt mal interessieren, was das vorher für ein Gebäude war. Hier hinten kommen wir auch nicht rein. In den Truck hatte ich, glaube ich, schon vor ein paar Parts geguckt. Guti. Dann probieren wir es mal auf der anderen Seite, würde ich sagen, weil viele Möglichkeiten gibt es ja nicht mehr. Ach, schön, ich freue mich. Fuel Distribution. Aha, das sieht aus, als wäre hier wohl ein Benzinlager. Treibstoffausgabe. Na bitte. Fedra hat das hier mehr als gesichert. Im Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Ja, das glaube ich. Treibstoffausgabe, genau. Check. Gut, dann gehen wir da gleich mal rein. Ich gucke jetzt aber hier nochmal, ob wir hier an der Seite noch irgendwas. Aber ich glaube nicht, wir waren ja da hinten. Da war ja, glaube ich, dieser Panzer. Da haben wir ja schon geguckt. Genau. Ja, dann gehen wir mal in die Treibstoffausgabe und gucken mal, was wir finden. Schimmer, du bleibst bitte brav hier draußen und passt auf dich auf. Gehe ich jetzt erst. Ich gehe jetzt Tourist? Ach, schön. Womit habe ich die Trophäe denn verdient? Ich gehe jetzt erst hier oben hin, weil ich glaube, da, wo ich gerade hingelaufen bin, wäre der richtige Weg. Ich will jetzt aber erst mal gucken, ob hier noch was für uns liegen gelassen wurde, weil bisher sind wir in den Wachtürmen immer fündig geworden. Zumindest was irgendwelche. Okay, hier natürlich nicht. War ja klar. Irgendwelche Dokumente oder auch Teile oder so ein Krams angeht. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir hier Glück. Yay, zumindest ein Dokument. Sehr schön. Oder eine Notiz oder wie auch immer. Was haben wir hier? Private Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und Fünfte. Sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbaren Soldaten und geben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen, sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Ankunft, Sergeant Ward. Haben wir da. Warte, Moment, ich muss mal kurz die Karte. Haben wir da. Können wir, haben wir das hier mit drauf? Ecke fünfte? Ne, ist nur die vierte. Fünfte, doch da fünfte. Und was hat er gesagt? Ah, jetzt habe ich es vergessen. Weil das wäre jetzt halt mal super interessant, ob das welches war das denn jetzt? Straßenaufzeichnung, Waffenjäger, Bankräuber, Begriff, Gemeinschafts. Flüchtlingsnotiz. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Brief an den Weihnachtsmann. Braver Junge Kombination. Jules Uhr, Kontrollpunkt. Türcodes war es nicht. Infizierte Infografie auch nicht. Flüchtlingsnotiz war es, glaube ich, auch nicht. What? Warum lädt das denn jetzt so lange? Nur weil ich das lesen will? Nee, das ist es nicht. Okay. Karte von Seattle, das ist auch nicht. Brief von Isaac auch nicht. Gemeinschaftliche WLS, nee. Brief des Bankräubers, Bankräuberpläne. Straßenzeichnung war es auch nicht. Volkszählungsdokument, Notiz an den Informanten. Nee. Kommt zur WLF bitte an einen Freund. Nee, das war der von Sandra. Das war's. Och, das Erste, ne? Ich bin auch so gut. Ecke Spring und Fünfte. Ich will mal gucken, weil
ist es das, was wir schon gemacht haben? Es wäre natürlich jetzt super blöd, wenn ich mir jetzt hier übelste Mühe gebe, rauszukriegen, wo dieses Versteck... Spring, Ecke 5. Ja. Ist es das, wo wir da hinten schon waren? In diesem... Wird ja, sonst hätte sie das doch markiert, oder? Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt was verpassen. Ich denke, das war das, wo wir schon drin waren. Ich weiß nicht. Wollen wir da nochmal kurz hin? Ist es okay, wenn wir da nochmal ganz kurz gucken, bitte? Ich weiß, wahrscheinlich verschwende ich gerade Zeit. Aber, Dina, komm, ich will nochmal kurz was gucken. Das war ja da hinten an der Bäckerei. So, Schimmer, eine Spur schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Wuhu! Aber nicht, dass ich hier noch irgendwie... Also, komme ich da rein? Nee, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ist da so... Ah, können wir das? Ich möchte das gerne mal kurz probieren. Entschuldigung. Ich will da hin. Da ist doch ein Loch. Verdammt. Okay, das ist anscheinend dafür nicht da. Dann testen wir das nochmal. Wir sind hier auf jeden Fall auf der 5. Komm. Dina, schneller. Los. 5. Ecke Mason. Ne, dann ist es hier vorne 5. Ecke Spring gewesen, oder? War das die Spring? Ja, ich glaube, ne? Ja. Ja, ist es... doch, dann ist es wahrscheinlich das Lokal gewesen. Oder das Gerichtsgebäude. Das kann natürlich sein. Okay, egal wie. Wir haben schon. Dann wieder jetzt Attacke zurück. Chemie, lauf! Oh, man sollte den Knopf auch gedrückt halten. Dann gucken wir jetzt mal. Upsi, entschuldige, Schimmer. Ich wollte dich nicht dagegen lenken. Es tut mir leid. Dann werden wir uns jetzt auch dem Treibstofflager widmen. Sorry für diese kleine, ungewollte Tour. Guti, dann gucken wir da jetzt mal. Nachdem wir jetzt da oben alles geplündert haben, aber wahrscheinlich, wenn wir da noch nicht gewesen wären, hätte sie das vermutlich auch gekennzeichnet, würde ich sagen. Okay, dann gucken wir uns erstmal hier unten um. Irgendwas ist? Nee. Weil ich konnte doch da gerade eben, also ich könnte hier jetzt wahrscheinlich. Oder auch nicht. Kommst du da durch? Okay, ich halte das. Shit. Jetzt hier. Okay, wenn du im hohen Gras geduckt bleibst, entdecken dich Gegner nicht so leicht. Okay, haben wir jetzt hier noch? Ja, da hinten ist noch einer. Okay, dreh mir bitte den Rücken zu. Vielleicht sieht er mich so nicht. Ich habe keine Ahnung. Da, ach, da steht er. Greifen. Und abmupsen. Okay. Sehr gut, Dina, sehr gut. Darauf hatte ich gehofft, dass sie den anderen macht. Das mit der Bauchlage ist gar nicht so blöd, tatsächlich. Ach, du hast aber auch nichts Nettes für mich. Schnell und leise. Ja, sehr gut. Jetzt waren da oben... Ging ja noch eine Leiter hoch. Aber ich glaube... dass das vielleicht noch ein Plan ist, den wir später noch verfolgen müssen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt der richtige Weg war. Hier lang oder hätten wir da hochgesollt? Kann ich da nochmal zurück, bitte? Bitte? Nein. Gut, dann müssen wir da wohl lang. Verdammt. Na gut. Sind hier noch welche? Na, ich... Ich würde sagen, ja. Ja, ich höre sie doch schon. Ich höre sie doch schon.
Achso, Bauchlage für niedriges Gras, okay. Ja, da vorne watschelt auf jeden Fall einer rum. Oh Gott, warum sind es denn so viele? Warum sind es denn so viele? Ich überlege gerade, wie ich das gleich am schlausten anstelle. Also ich hoffe, dass der jetzt hier nicht so mega viel weiterläuft. Okay. Den kann ich hier hinten erwischen. Die Klicker scheinen mich nicht mitzubekommen. Der watschelt da lang. Okay. Dina, lauf nicht so weit vor. Die Klicker klickern nicht. Das ist schon mal gut. Ich würde nämlich jetzt hier warten. Weil er ja hier rankommt. Und wenn er sich nämlich gleich umdreht. Oh nee, zu langsam. Verdammt. Okay, ich muss dichter dran wahrscheinlich. Ich warte nochmal einen ab. Ich weiß nicht, kann ich den auch aus der Bauchlage direkt rauskillen? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu dicht dran bin. Ich warte jetzt noch einmal ab, bis der kommt. Ja, bitte lauf nicht direkt in mich rein. Dreh dich um, bitte. Nee, dann sieht er mich. Okay, das ist kacke. Vielleicht muss ich den dann doch zuerst machen. Ich lege mich nochmal kurz hin. Ich kriege nochmal zurück. Anderer Plan. Wir starten anders. Vielleicht kümmere ich mich zuerst um den Clicky-Click. Wir testen das mal. Ich versuche mir jetzt diesmal hier einen besseren Plan zu machen. Okay, ich versuche mich an den Klicker anzuschleichen. Ja, langsam, langsam. Dann testen wir das nämlich jetzt gleich mit dem Clicky, ob ich den aus der Bauchlage heraus direkt oder ob ich mich dafür hinhocken muss. Okay, ich muss mich dafür hinhocken. Teste das jetzt mal. Langsam, langsam. Schnell genug, schnell genug, sei schnell genug, sei schnell genug, sei schnell genug. Ach, shit. Erst den Klicker, erst den Klicker, erst den Klicker. Uah! Oh, zu spät. Verdammt, ich war zu langsam. Ich hätte schneller weglaufen sollen. Shit. Okay, vielleicht machen wir das auch anders. Und wir probieren das mal, wenn die alle auf dem Haufen sitzen, mit so einem Ding. Das wäre auch nochmal, wenn der andere da jetzt gleich kommt. Wo ist denn der andere jetzt? Da. Reicht das hier vom? Wir testen es mal. Ja, sehr gut. Oh, ich weiß nicht, ob das so schlau war. Lauf, Elli, lauf, 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 lauf. Schneller, 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 schneller. Okay, ja, das war der eine Klicker. Sehr gut. Ja, nee, 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 lauf, 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 lauf. Oh, shit. Ah! Okay. Nicht so cool. Okay, ich brauche einen anderen Plan. An sich ist, glaube ich, mein Plan gar nicht so mega schlecht. Also ich muss zuerst den einen kriegen. Es nützt nichts. Ich habe einen anderen Plan. Ich habe einen neuen Plan. Vielleicht funktioniert der ganz gut. Wir testen das jetzt mal.
Ich hoffe, ich bin schnell genug. Dass der mich da gleich nicht sieht. Wir begeben uns mal in Bauchlage. Nein, das ist gut, das kriegen wir hin. Ich habe einen Plan und der ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Glaube ich. Der ist gar nicht so schlecht. Du kannst mich nicht sehen. Das geht nicht. So, dann nehmen wir nämlich jetzt den. So, und jetzt schnell in Bauchlage. Du siehst mich nicht. Du kleines Monster. Dann verstecke ich mich nämlich jetzt hier. Und dann warte ich, bis er sich da hinstellt. Weil so nah am Klicker traue ich mich das nicht. Aber so dürfte er mich... Doch, so sieht er mich. Okay, greifen. Umbringen. Also eigentlich erlöse ich sie ja nur, ne? Ich bringe sie ja eigentlich gar nicht richtig um. Okay, also jetzt versuchen wir es hier mal mit dem Klicker. Ganz, ganz langsam. Aber dass das die anderen nicht wahrnehmen, ne? Die schreien ja trotzdem irgendwie rum. Aber das ist mal wieder dieses, ja, man sollte nicht immer direkt vorne anfangen. Also ich... Das hatten wir ja schon mal in der Bank, dass man sich einmal bis nach hinten rumschleicht, damit man die beste Ausgangsposition hat. Und das war jetzt hier eben genau dasselbe. Dass man da wirklich einmal die beste Ausgangsposition sich erarbeitet. Und klar, es ist nicht das unbedingt das Offensichtlichste, aber das sollte ich mir vielleicht mal merken, dass das ein bisschen sinnvoller ist. Okay, das war's, glaube ich. Gut. Na, immerhin. Ich kapier's nicht. Wenn hier noch Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert, oder? Vielleicht sind sie nicht bis hierher gekommen. Ach, vielleicht. Suchen wir das Benzin. Ja. Gut. Oh, hier ist noch was wir mitnehmen können. Supi, das habe ich von dem gar nicht gesehen. Check. Auf die Trucks kommen wir, glaube ich, nicht drauf, ne? Ne, 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 ne. Ne. Gut. Dann werden wir uns mal hier hoch machen. Ich denke, das wird der richtige Weg sein. Ich gucke jetzt aber einmal dahinter noch nach. Mich ärgert das vorne, aber vielleicht ist das auch unser Ausgang. Also das, wo ich gesagt habe, hier, wieso gehen wir da nicht hoch, ist vielleicht ja auch unser Ausgang, weil das sieht aus, als wäre das hier unser Eingang. Ich weiß nur nicht, ob ich da rein möchte. Das ist der nächste Punkt. Was ist das hier? War das mal eine Kirche? Nee. Das sieht interessant aus. Keine Ahnung, was das mal war. Können wir bitte runter? Was war das hier mal? Okay, krass. Vielleicht haben wir hier unsere Chance auf Benzin. Bin mir da noch nicht so sicher, aber das ist hier schon irgendwie cool. Was ist das hier? Hey, Ellie. Das hier ist eine Synagoge. Ah, okay, cool. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Mhm. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Gut, ja, man hätte es auch vielleicht sehen können an dieser dem... Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Okay. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst, nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Ja, ist eigentlich Sünde, dass das nicht irgendwie, dass das in der Familiengeschichte irgendwie so weitergeht. Die Familie überlebt den Holocaust und die Inquisition und ja, dann kommt noch dieser Ausbruch.
Das ist ja alles was, was nicht wirklich Bombe ist. Oh, Mist. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Hier ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Mhm. Okay, dann wird das unser Ziel sein. Dann quetsche ich mich da jetzt mal nicht durch, sondern gucke mich jetzt zuerst hier noch um. Ja, krasse Geschichte. Ich mach mal lieber Licht, weil es ist so duster hier. Hier sind noch ein paar Teile. Sehr, sehr gut. Teile können wir immer gebrauchen. Ja, das heißt, sie haben die Synagoge einfach umfunktioniert zu einer Essensausgabe oder einer Rationsausgabe oder wie auch immer. Das war ja im ersten Part auch eine Währung, diese Essensmarken, die dir dann Essen verschaffen sollten. Und ja, es gab halt irgendwie immer nie genug. Ich bin gerade ganz froh, dass wir hier anscheinend hier drin keine Klicker mehr haben, sondern dass das alles draußen war. Gehen wir da mal rein. Ach gut, hier hätte ich mich quasi, das war das, wenn ich mich da durchgequetscht hätte. Oh, gut. Dann machen wir das doch einfach so. Viele Wege führen nach Rom. Dann gucken wir mal, was wir hier für Öl kriegen. So, noch ein bisschen. Gut, reicht. Danke, Ellie. Dann öffnen wir mal hier den Rückweg. Ach, kann ich nicht. Na toll. Ich wollte uns gerade einen Weg öffnen. Okay, geht auch nicht auf. Ich hatte das schon im Gefühl, dass das hier gut ist, dass ich den da rüberschiebe. Okay, hier komme ich dann nachher wieder rüber, oder was? Scheint so. Gut, dann zapfen wir uns mal unser Benzin ab. Okay. Oh, scheiße, ja. Hey, also bitte, das ist dein Haus Gottes. Hier ist Benzin. Oh, verdammt, ja. Okay. Schön. Dann haben wir das jetzt also auch geschafft. Wir haben jetzt einen gefüllten Kanister, können wir unten sehen. Richtig schön. Ich hatte mich am Anfang schon mal gewundert, was das da ist und warum das da so komisch angezeigt wird, bis ich dann rausgefunden habe, dass das der leere Kanister ist. Und nun... Bietest du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Und dann auch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich nur so für mich. Hilft es dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Ich möchte hier oben hin. Aber ich habe eine Idee. Also ich habe mich gerade eben schon gesagt, ich sage, das wäre ja der andere Eingang, was wir gesehen hatten. Und ich will hier oben hin und ich glaube nämlich nicht, dass wir da wieder rauskommen. Und ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Moment. Jawohl, es geht so, wie ich das mir gedacht habe. Ich kann das auch so verschieben. Dann ist das nämlich jetzt, Vorsicht Ellie, mein Plan, das da ranzuschieben, dass wir da nämlich auch wieder hochkommen. Und ich bin so stolz. So richtig stolz, dass ich das gerade von alleine gesehen habe. Bitte seid auch ein bisschen stolz auf mich. Ich bin gerade wirklich, wirklich, wirklich überrascht. Weil, wie gesagt, ich glaube da oben, wir können ja nochmal gucken, aber ich glaube nicht, dass wir da wieder hochkommen. Weil wir sind ja schon so tief gesprungen. Hier da. Deswegen war das direkt von mir gut gesehen. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir dann von Dina, geh aus dem Weg, von da darüber kommen sollen. Aber wer weiß, vielleicht finden wir hier oben ja noch irgendwie eine Tür oder so oder irgendwas, wie auch immer. So, dass wir halt auf jeden Fall weiterkommen. Ich denke, bin direkt hinter dir. Das sollte funktionieren. Ach, da ist nämlich noch eine Tür. Schön, schön, schön. Schön. Nehmen wir hier erstmal die Teilchen mit. Sehr schön. Hier kommen wir nicht weiter. Oh, okay, hier ist auch noch ein sehr... Nee, das gucken wir uns später an. Ich denke, das wird unser Weg sein, weil ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie runterkommen. Man sagen, das sieht tatsächlich auch nur nach so einem zusätzlichen Raum aus und das habe ich mir auch fast gedacht, weil wo soll der auch hinführen? Was ist das? Das ist die Tora. Wie was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen.
Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube halt auch einfach, dass, ja, die Leute werden Gott zwar nie vergessen, denke ich, wenn sie gläubig sind, aber es gab halt einfach wichtigere Prioritäten. Haben wir da jetzt alles? War das jetzt nur die Tora und diese Erinnerung? Aber es ist ganz süß gemacht. Also klar, es hat sich jetzt hier nicht mehr gelohnt, aber das war doch ganz nett. Also man merkt halt, dass Dina dann direkt an ihre Schwester denken muss und das finde ich so ein bisschen traurig. Wieso gehst du jetzt nicht mehr? Hallo? Was ist damit? Na toll. Musstest du das jetzt für mich machen? Du bist aber... Da klappen. Ellie, Vorsicht. Ja, da... Es ist okay. Es hält. Da will ich hin. Oh, stopp. Nicht klettern. So. Und vor und zurück. Okay, war ein bisschen kurz, ein bisschen schwierig, aber ich denke, das schafft. Hat geklappt. Ich denke, den nächsten Schwung nehmen wir zum Abspringen. Knapp, knapp. Ich war. Nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. Na komm, ich war ein bisschen schief. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen gerader schwingen müssen. Ich habe den Winkel ein bisschen hart genommen. Dina nimmt den Winkel definitiv besser. Aber so ganz zu 100% kam sie auch nicht. So, da denke ich, ist unser Weg raus, aber ich möchte hier noch einmal gucken, ob wir da reinkommen. Es wäre sehr nice, wenn wir hier noch was finden. Oh, das sieht aus wie das Büro von dem Rabbi. Also, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der hier sein Büro hatte oder der Kirchenvorstand oder der Synagogenvorstand, wenn es sowas gab. 5774. Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Okay. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Ja, dann erzähl mal. Komm her. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Und gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Das ist eine Geschichte von Überlebenden. Ganz genau. Das ist gut. Oh, sie schreibt es ins Tagebuch auf, das gucken wir uns auch gleich an. Oh, ich liebe dieses Tagebuch, ne? Es ist so schön. Genau, das hatten wir hier mit Schimmer hält nicht still, ich erinnere mich. So, lesen. Wenn ich an ihn denke, sehe ich nur blutende Wunden, den offenen Mund, zerrissene Organe. Ich werde nicht zulassen, dass sie sich so an mich erinnert. Eher sterbe ich allein. War er am Ende bei dir? Mehr, als ich bei ihm war? Ich will nicht nur den Glauben an Schmerz. Ich will den Glauben durch Schmerz. Ich weiß nicht, wollt ihr das lieber, dass ich das Durchgestrichene auch mitlese? Aber ich denke, das ist okay. Das ist so okay. Weil sie hat es ja durchgestrichen, weil sie es nicht schön fand. So, Dokument, Notiz. Was haben wir hier? Ah, Lieutenant Torres, vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland, als der Zweite Weltkrieg begann. Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeiten gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen, beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen. Aber letztlich zählen doch die Menschen, lebende Menschen, viel mehr. Sie tragen eine schwere Last auf ihren Schultern und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in der alten Redewendung? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott Sie immer behüten. Rabbi Siva Saunders. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Ja, das hoffe ich auch. Es ist so schön. Wir wissen ja, dass der Lieutenant das nicht geschafft hat, aber ich hoffe, dass der Rabbi das mit seiner Familie geschafft hat. Der Lieutenant ist ja leider gestorben. Den haben wir ja nun gefunden mit seinem Brief. Und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach unten. Und dann auf dem Weg zu unserem
Generator, den wir dann hoffentlich starten können. Ist hier keine Leiter, muss ich hier runterspringen. Na gut, na grandios. Autschi. Ganz okay. Toll. Tor. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Tor. Jetzt habe ich schon das falsche Menü gedrückt. So, da hinten ist das Tor. Genau, den Weg finde ich, glaube ich, so auch wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir das Hauptquartier der WLF finden. Ich denke, wir haben ja nicht wirklich viel mehr Pillen. Nein, es fehlen noch 11. Gar nicht. 21. Na gut, egal. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, Shimmy, bist du noch hier? Hallo, du hast brav gewartet. Sehr schön hast du das gemacht. So, Dina, aufgesessen. Und dann machen wir uns... Vorsicht, langsam, Shimmy. Auf den Weg zum Tor. Wie geht's dir da hinten? Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken? Machst du dich lustig über mich? Nein. Das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja, wirklich. Gut, ich wollte dieses Gespräch jetzt nochmal nutzen, um mich hier ganz hinten nochmal umzugucken. Ich weiß ja, wo das Tor ist. Ich weiß, dass wir hier hinten auch schon mal grob geguckt hatten, aber ich wollte trotzdem nochmal ein bisschen genauer gucken. Weil das Gespräch hat uns jetzt ja die Möglichkeit und die Zeit gegeben, dass wir hier einmal uns ein bisschen umgucken noch. Ich frage mich, da komme ich bestimmt nicht rauf, ne? Nee, ich denke nicht. Okay. Gut, dann machen wir uns jetzt direkt auf den Weg zum Tor. Und das ist ja direkt, ganz direkt. Ohne Umwege diesmal. Das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Spring, Shimmy. Gut, dann sind wir jetzt wieder hier an dem Punkt, an dem wir vor einigen Parts waren. Dieses Tor muss geöffnet werden. Wir haben nun endlich das Benzin für den Generator und um den Generator und um das Tor und damit den nächsten Teil der Stadt werden wir uns im nächsten Part am Samstag kümmern. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, ich freue mich auf euch und wir sehen uns am Samstag. Bis dahin. Tschüss.